So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Oh yeah, im letzten Part sind wir hier am Strand gewesen, beziehungsweise in einer kleinen Wohnsiedlung und haben einige Einheiten niedergeknüppelt. Und mir ist gerade eben jetzt aufgefallen, dass da rechts am Bild eine Katze auf dem Dach liegt und mit dem Schwanz wedelt. Das ist putzige Details und vor allem ist sie so groß wie ein Mensch, aber egal. So, hi, who are you? Ihr habt meinen Dank, Prinz Crom vom Milesianischen Bund. Ihr kennt den Grund unseres Kommens? Natürlich, mein Herr. Doch lasst uns unsere Konversation zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Oh ja, bringen wir erst diesen Kampf zu Ende. Das war easy. So, und damit gehört sie auch quasi jetzt zum Team. Und wir besuchen mal die nächsten Häuser. Ey, kämpf gegen Walhard. Oh Gott, mein Telefon klingelt. Moment. Das ist Rekord, nach 50 Sekunden ungefähr. Ihr kämpft gegen Walhard, das ist gut. Wir brauchen alle sofort Mut, wir brauchen alle solchen Mut in diesen Tagen. Nehmt dies und verkauft es, nützt das Gold, um eure Truppen zu stärken. Lieber schenke ich es euch, als dass der Tyrann es mir stehlen kann. Goldbeutel, oh, oh, wow, wow, wow. Das nehmen wir doch äußerst gerne an. Und da sind wirklich einige, sind nämlich gar keine mehr. Wie gesagt, die Mission ist einfach. Man muss nur aufpassen, dass man schnell möglich zu Sariri kommt, aber wie ihr seht, wir hatten noch einige Runden Zeit. Und wie sieht ihr aus wie Imperiale? Was? Habt ihr die neuesten Gerüchte gehört? Man sagt, der Widerstand regelt sich auf den ganzen Kontinenten. Die einzelnen Zellen kämpfen verzweifelt und jede für sich gegen Walhards Tünerei. Das heißt, eine schöne Schwertkämpferin versuche sie zu einen. Sairi, zwar haben sie die Dame nicht mit eigenen Augen gesehen, doch helfen will ich schon. Solltet ihr ihr begegnen, dann gebt ihr dies. Es wird ihren Schwertarm weiter stärken. Waffen schreiben. Oh ja, das ist nützlich, aber das werde ich nicht ihr geben. I'm so sorry. Okay. Ach, der eine Magier ist ja jetzt schon weg. Das ist ausgezeichnet. Dann kann ich nämlich doch hier gleich noch ein bisschen abstauben. Wie gesagt, erstmal muss der drauf gehen. Schaffst du das mit einem Schlag selbst vielleicht? Tust du sogar. Das ist natürlich ausgezeichnet. Allerdings, was hat denn der da hinten für eine Magie? Arcus Donner. Das ist eine Geschwindigkeit von 14. Das heißt, du greifst die auf jeden Fall nicht zweimal an. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber deine Magiestärke beträgt 28 und wir haben eine Magieabwehr von... Oh. Oh. This is incredibly low. Und du kannst natürlich auch noch bis hier... Ich will doch nur abstauben. Ich glaube, ich hau jetzt einfach ab hier mit den beiden. So. Einmal auf dich wechseln, damit ich gleich irgendwie das so regeln kann, dass hier, wie gesagt, abgestaubt werden kann. Das geht doch nicht. So. Erstmal schön andere... anschalten. Da ist noch ein Glitzerpünktchen, was wir unbedingt freischalten wollen. Dann warten wir hier quasi hier noch einmal tanzen, um Erfahrungspunkte abzustauben und einfach die Runde vergehen lassen. Und dann mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie so uns ranschleichen können, dass niemand von den Magiern irgendwie Schaden machen kann. Jedenfalls keinen brutalsten Schaden. Brumm. Yeah. Bam. Oh, wow. That was strong. Okay, kommst du jetzt auch noch dran? Natürlich kommt er jetzt auch noch dran. Ach, Manu. This is not cool. Ich will eigentlich nur gucken... Aha, jetzt kann ich auch mal testen, wie viel Schaden er macht. 25. Und ihr? 5. 1. Gut, du machst... Also das heißt, ich könnte höchstens Schaden kriegen. 25. 30. 31 insgesamt. Insgesamt höchstens von... Ja, das nehme ich in Kauf. Vor allem, weil... der One-Hit ist. Ja, ich muss gerade nochmal ganz sicher gehen, ob er auch wirklich One-Hit ist, aber ist er. Bam! War gerade eine Frauenstimme? Klang sehr weiblich, oder war das Church, die einfach mitgeschrien hat, weil sie den Schmerz gespürt hat quasi? I have no idea. So, ich hätte gerade übrigens, merke ich gerade, na, wobei, ich glaube, sie wäre nicht rangekommen. Wird Church schon mal tanzen können, wollte ich sagen. Jo, ihr kassiert das hier ein. Vielleicht stärkt es eure Beziehung. Jeder braucht einen Traum oder einen Tod, von dem er träumt. Was ist deiner? Träume sind doof. Wer will schon mit glänzenden Augen herumlaufen? Ich nicht. Ja, Tasha. Sehr positiv gewillt war wieder. Komm etwas näher, der Eroberer hat eine Ohren überall. Zwar bin ich ein Freund des Widerstandes, doch wage ich es nicht direkt einzugreifen. Wenn seine Männer wüssten, dass ich mit euch geredet habe, wäre ich so gut wie tot. Ja, doch, euch wünsche ich viel Erfolg. Ist ja schon gut, dann nehmt dies und sprecht zu niemandem. Ein Zweitsiegel. Oh, das brauchen wir für Donny selbst sogar demnächst mal. Schön. Oh, ich denke mal, das schaffen die beiden auch alleine. Und dann kann ich mich ja schon mal Richtung Boss begeben. Ja. Gegnerphase.
Ah, ich habe den Hammer leider nicht ausgerüstet, merke ich gerade, aber das ist egal. Komm, ah, sogar kriegen wir weniger Schaden, schön. Bam, bam. Level up, dann kriegen wir vielleicht noch weniger Schaden gleich. Schön. Na, reicht Church in dem Level vielleicht noch Level... In dem Level, in dem bist du noch Level 20? Ich würde sagen, ich habe mich verbessert. Hast du, definitiv, kann man so sagen. Zack. Und der letzte greift auch nochmal... Nee, der kommt gar nicht dran. Okay. Dann kümmere ich mich einfach um den jetzt erstmal, der jetzt null Schaden macht sogar. Wie gesagt, der andere Typ, der wird aus der Ferne angreifen, das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann heißt, ich muss gleich nochmal zur Hilfe kommen. Oder wir lassen ihn einfach auf uns zurennen. Das wäre vielleicht am cleversten. So, ich stehe hier mal ein bisschen schmiere, bis der Typ ankommt. Der wird gleich einmal Chat angreifen, aber wird ja auch nichts nutzen. Yay, dance for him. Woohoo, ein weiteres Level-Up für Olivia. Ding, 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 ding. Oh, schön. Ich denke, ich bin eine große Hilfe, oder nicht? Ja, mach dir da mal keine Sorgen. Das bist du schon. Okay, und dann auf Richtung Bossgegner. Maribel muss auch mal ein bisschen abstauben. Sie hat zwar schon quasi einmal Level 20 erreicht, wenn man so möchte, aber... Oder Level 15 war es nur, ich weiß es nicht. Trotzdem, sie ist ja noch in ihrer Grundklasse quasi, weil ich sie ja zu was anderem gemacht habe. So, du greifst Church an. Nothing surprising here. Aua. That hurt a lot. Gut, das heißt, jetzt sage ich mal, Tschüssikowski, ich habe ganz spontan mich dazu entschieden, dass ich keine Lust habe, gegen dich zu kämpfen. Ich warte hier so lange und tanze mit Olivia fröhlich rum. Dann, dann, so, aber springe ich mal kurz. Kennen wir ja jetzt, bin hier quasi so die typische Endphase einer Mission, wie wir sie ja schon häufiger geregelt haben. Warum gehe ich mit ihr eigentlich mit? Ich habe sowieso keine Waffe dabei, die ich ihr geben könnte. Fällt mir gerade so auf. Naja. So, lass mal den Typen da oben mal weiter vordringen. Ganz, ganz langsam. Tanzen, Olivia. Zack. So, hier noch ein bisschen weiter vorrücken, damit wir den Boss gleich auch in aller Seelenruhe vermöbeln können. Der denkt sich wahrscheinlich auch schon wieder so, oh nein, jetzt bin ich genau in die gleiche Misere geraten. So, und jetzt kann ich auch mit Stahl hier was machen, ne? Gott, machst du viel Schaden, Junge. Vielleicht sollte ich dich doch lieber komplett da rauslocken. Dass wir mal gleich mit mehreren angreifen können. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. So. Einmal für Stahl tanzen, bitte. So, und dann stellen wir hier mal ein paar bereit, die mit einprügeln können. Und abstauben vor allem. Ja, 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 ja. So. Alles klar. Der Typ. So, jetzt kommt er auch auf jeden Fall ran. Yes. Ich könnte... Und hier. Wie weit kann der laufen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis hierhin. Ja, das ist doch gut. Warte, bis wohin? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, er könnte da und da treffen. Olivia kriegt auf jeden Fall Schaden dann. Aber wie viel macht er ihr? Nicht genug. Gut, dann gehst du mal da weg. Du auch. Du stellst dich einfach... So, damit du auch was Nützliches tun kannst. Einmal da, für Chrom tanzen. Yay! Und du bist da in Sicherheit. Du hier. Genau, so. Dann lassen wir ihn mal kommen und zerschmettern ihn. Genau, du hast Olivia an. Wie gesagt, nichts, was irgendwie unerwartet kommt. Und Olivia weicht sogar aus. Umso besser. Henry. Eieieiei. Du kannst es ja mal mit Verderben versuchen. Zur Not können wir mit Church noch von hinten angreifen. Ja, kein Problem. Gut, versuch's mal mit Verderben, Henry. Vielleicht klappt's ja. So, lieber Dunkelritter. Spüre, oh yeah, spüre das Verderben. Vor allem reicht es nicht mal. Und Tarja... Ja, useless. Ja, sei doch nicht so wütend, Rick. Tarja greift auch nicht mal mit an. Das ist natürlich blöd. Super, Henry. Da hast du schon so gute Arbeit geleistet und dann
bringt es dir quasi nichts mal, nicht mal was. Okay, dann holen wir uns aber erstmal das sichere Level-Up für Church. Oh, mit einem Crit sogar, unnecessary. Bam, kaputt. Yay. Yep, schön. Ausgezeichnet. Ding, 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 ding. Ich würde sagen, ich habe mich verbessert. Natürlich, wie jeder nach einem Level-Up. Oder wie es sich gehört, sage ich mal. Gut, dann können wir jetzt wieder uns Richtung Boss begeben, sage ich mal. So. Dann schauen wir mal. Du bist auch ein Dunkelritter, ne? Ja, bist du. Was kannst du denn so? Wow, du könntest Donny nicht mal besiegen, obwohl er so geschwächt ist. Das ist ja schon bitter. Ne? Na gut, bei ihr sollte ich vielleicht gar nicht erst nachgucken. Henry, wie sieht's mit dir aus? Kriege ich den auf jeden Fall down, ist die Frage. Oh Gott, ja. Definitiv. Hast du eine... Oh, hier ist so eine sehr niedrige Trefferchance, my friend. Kannst du hier mal ein bisschen vorschwächen vielleicht? Oh, das sieht gut aus. Wenn Sully nicht zweimal angreift. Versuchen wir es doch mal so. Ja, der kontert dann. Kriegen ein bisschen Schaden. Ja. Ich möchte am liebsten so, dass Henry abstauben kann. Lang lebe der Imperator, tot allen Widersachern. Das ist aber keine besonders schöne Einstellung, die du hier an den Tag legst, mein Freund. Boom. Ach, super. Worst case. Sully hat überhaupt nichts gemacht. Kann ich dich irgendwie vor allem sicher treffen? Mit 11. Das heißt, ich muss dich so unterrichten, dass du 26 Schaden kriegst, ja? Donny, du übertreibst. Du bist zu stark. Stop it. Fürchte schon fast, ich krieg das gar nicht, krieg das so nicht hin, wie ich es vorhabe. Na gut. Dann versuche ich ihn einfach umzunieten. So, was trifft hier am sichersten? Das. Oh, warte mal, nicht mit Tatler, ich sehe gerade. Sie ist etwas geschwächt. Etwas sehr geschwächt. Ach komm, Donny, staub einfach mal ab. Ja. Dam, die dam, dam, dam. Bam. Mach deinen Angriff und du triffst nicht mal. Zack. Voll eiskalt platt gemacht. Ich habe euch unterschätzt, aber der Eroberer wird euch kriegen. Nö. I really don't think so. Oh, Donny, bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Maribel und Donald sind übrigens wieder mal die Helden. Es sind überhand in letzter Zeit. Danke, Freunde. Die Geschichte über eure Stärke waren nicht übertrieben. Man nennt mich Cyril und ich kämpfe für den Widerstand. Es gibt einen organisierten Widerstand? So ist es. Es gibt mehrere Gruppierungen, die Freiheit für die Reiche von Valm wollen. Ich dachte, der Imperator hätte jeglichen Widerstand gebrochen. Er gibt sich redlich Mühe, doch wir lassen uns nicht so leicht fassen. Wir schlagen aus dem Schatten zu und verschwinden ins Dunkle der Nacht. Rebellen sammeln sich unter den Bannern der Dynasten auf dem ganzen Kontinent. Wären wir vereint, wären wir ernste Bedrohung für Valhard. Daher kämpfe ich schon lange dafür, uns zu einen. Was hält dich davon ab? Ihre Gier, ihre Eifersucht oder einfach nur der Müßiggang. All die Schwächen, die den Menschen zu eigen sind. Die Dynasten sterben alle nach ihrer eigenen Form der Freiheit. Einige wollen nicht zu den Waffen greifen, wenn ihre Heimat noch nicht bedroht ist. Andere profitieren des Eroberers Zwang und ließen sich nur mit Gold überzeugen. Freiheit ist ein feines Wort, doch manchmal genügt es nicht, einen Mann zu überzeugen. Ich nehme an, du suchst dir einen besseren Weg, deine Leute zu überzeugen? So ist es. Doch bisher waren meine Anstrengungen vergebens. Ich fürchte, viele misstrauen mir, weil mein Bruder für Valhard kämpft. Warum unterstützt ihr das Imperium? Wenn ich das nur wüsste, edler Herr. Eins war Yenfei, genau dieser, ein guter Mann. Doch nun ist er nicht länger mein Bruder. Sollte mir in der Schlacht begegnen, so wäre es meine Pflicht, ihn zu erschlagen. Oh. Es heißt, Valhard befehligt nur 1 Million Männer oder gar mehr. Sie werden den Widerstand Stück für Stück zerschlagen, so wie wir nicht vereint kämpfen. Dann sollten wir mal dafür sorgen, dass wir vereint kämpfen. Crumb, hat sie gerade gesagt, er habe 1 Million Soldaten? Ha, doch was sind 1 Million Soldaten gegen die Elysianischen Kriegshunde? Man sagt, ihr hättet 1000 Schiffe versenkt, ist dem nicht so? Eure mutige Kriegsmanöver haben viele ja schon schockiert und zugleich inspiriert.
Mit euch an meiner Seite wird es ein leichtes sein, den Widerstand zu eilen. Helft mir, Prinz Krom, ich flehe euch an. Mein Herr? Ihr verlangt viel von mir. Ich habe meine eigene Aufgabe, ein Reich zu retten und unsere Aufgabe, Zukunft zu sichern. Mir wurde eine große Schlacht geweissagt, doch ob dies diese hier ist? Aber ich bewundere eure Tapferkeit. Vielleicht können wir einander helfen. Also ja, Sairi. Ich führe euren Krieg. Ich werde bis zum Letzten kämpfen. Und sollte dies der falsche Weg sein, werde ich als Erster die Konsequenzen tragen. So wie es sein sollte. Also, was wäre nötig, um eure Völker zu vereinen? Wohlan denn, ich habe eine Idee. Nun gut. Dann fahren wir fort. Erzähl uns von dieser Idee. Viele unseres Volkes beten seit ewigen Zeiten Naga an. Doch genauer gesagt beten wir das Orakel der Wirmgöttin Tiki an. Auch wenn die meisten sie nur unter dem Namen die Stimme kennen. Die Stimme wird von Valhalla gefangen gehalten, doch sollten wir sie befreien. Dann würde sich der Widerstand vereinen. Wo ist diese Stimme jetzt? Es gibt einen Schrein, der in den Ästen des Schreins Mila-Baumes erbaut wurde. Dort wird sie festgehalten. Ach Gott, diese Mission, sie ist so furchtbar. Also, ich hatte sie einige Male neu starten müssen, aber ich glaube, das dauert noch, bis wir da sind. Gut, dann haben wir einen Plan. Setzen wir ihn um. Mhm. Wollen wir ganz kurz gucken, welche Mission das da ist. Ist das die mit dem... Ach, das ist tatsächlich die mit dem Baum. Dann war es nicht die Mission... Also ich meinte eine andere Mission, jetzt nicht die da. Gucken wir nochmal, was wir in der Kaserne haben. Ding, ding. Oh, wow. Einiges. Nicht wenig, auf jeden Fall. Ich konnte ein wenig Vinuini üben und somit der Adling als die Kette gerecht werden. Hey, Sao, du willst mit dem Weig eine Pause machen? Ach, nein, Weig, tut mir leid. Habe ich doch Besseres zu tun. Ich habe mir vorgenommen, mehr als mit Frauen zu sprechen. Ich bringe das fertig. Du bist doch eh schon verheiratet. Oder haben wir den S-Support schon? Ja, mit ihm haben wir ihn schon. Ich erinnere mich. Ich nehme jetzt sogar Kampfunterricht. Ich habe noch viel zu lernen, aber es wird besser. Ja, noch viel zu lernen. Du bist eine der stärksten Einheiten von uns, aber hey. Lassen wir das mal so stehen. Womit lenkst du dich ab? Oh, ich erledige oft Dinge in der Stadt. Mit einem Pegasus geht das schneller. Ja, seems legit. Und doch ein Beziehungsgespräch. Ein sehr lustiger Support übrigens von den beiden, finde ich wirklich, muss ich sagen. Auch wenn ich Sumia nicht sonderlich mag. Aber der Support ist trotzdem lustig. Jeder braucht einen Traum oder einen Tod, von dem er träumt. Was ist deiner? Nun, ich würde gerne einmal die Zukunft mit Federn vorhersagen. Zählt das? I really don't know. Nein, tut es nicht. So, hören wir mal unser Lager. Unsere ganzen Items, die wir gerade bekommen haben. Ablegen. In der Mission. Opala. In der Mission. Waren einige, muss ich sagen. Meine Güte. Heurika, genau, der Goldbeutel noch und das lege ich da direkt weg, weil ich dich nicht benutzen werde. I'm so sorry. Ja. Warte, war da noch ein. Wer hat da gerade ein Purgativ? Du hattest doch das Purgativ, wollte ich sagen. Damit kannst du auch nicht viel anfangen, Donny. Nicht so wirklich. So, nochmal. Okay, und mehr haben nicht mitgekämpft. So, dann einmal noch bitte alle aufladen. Zack. Das heißt, wir haben nur eins. Oh, schade. Ich dachte, wir hätten jetzt mehrere wieder. Nun gut, aber egal. Ich werde offscreen jetzt erstmal wieder ein bisschen die Einheiten umrüsten. Trainieren muss ich nicht. Dafür ist definitiv kein Bedarf. Aber wie gesagt, umrüsten halt, ne? Das wäre erstmal Fire Emblem Awakening für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao.